Das war doch bestimmt der Seilbahnwärter Nico. Was machst du? Ich hab doch gar nicht geklickt. Was? Was zur Hölle? Ich hab da doch gar nicht hingeklickt. Hä? Das war bestimmt der Seilbahnwärter, Wächter, Führer, whatever. Eine Brotdose aus Metall. Sieht aus wie ein Hochsicherheitstrakt für Stullen. Okay. Hey, hast du das gehört? Was sagt man dazu, Nico? Eine sprechende Brotdose, was die nicht alles erfinden heutzutage. Das Ding sollte ich lieber mitnehmen. Okay, was? Der hat da jetzt. Ach, Nico läuft die ganze Zeit verwirrt rum. Eine Brotdose. Okay, aber da kommen die Stimmen ja nicht her. Eine sprechende Brotdose, Was verschlossen. zur Hölle? Ohne den Schlüssel musste ich halt einen Weg finden, sie aufzubrechen. Ach so, okay, haben wir irgendwas? Na, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Sag bloß, das funktioniert. Das Schloss war zu Okay. ausgefeilt, das konnte man nicht knacken. Okay, so, dann schauen wir uns hier mal um, wenn mal das Inventar hier weggehen würde. So, Fahrplan. Laut Fahrplan sollte die Seilbahn den ganzen Tag fahren. Schrank? Ist das nicht eher eine Tür? Es gab kein Schloss, aber die Tür ließ sich nicht öffnen. Gehen Sie weg! Hallo? George, da ist jemand drin. Alles in Ordnung da drinnen? Gehen Sie einfach weg! Was? Bitte, wir wollen Ihnen nichts tun. Wollen Sie nicht rauskommen? Ich bleibe genau hier, bis ich weiß, dass es da draußen sicher ist. Okay, es ist sicher. Bitte, wir wollen Ihnen nichts tun. Ich Okay, bleibe genau. gut, dann bleib halt drin. Mir doch egal. So, was haben wir hier? Theke, Theke. Niemand empfing uns am Ja, Schalter. schade aber auch. So, Nico. Räder, Zahnräder. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich mir zuerst anschauen soll. Die Räder gehörten zu der Seilbahnanlage. Okay. Die riesigen Zahnräder gehörten zu der Seilbahnanlage. Okay. Sie sahen sehr stark aus. Die Seile hingen in einer riesigen Anlage, die die Kabine rauf und runter fuhr. Hebel. Oh ja, hier einfach mal ein paar Hebel verstellen. Die Steuertafel sah recht kompliziert aus. Sie hatte keinen Strom. Okay. Und in der Luft hing der verräterische Duft durchgeschmorter elektrischer Ja, das Bauteile. ist nicht so gut. Okay, dann setzen die sich in Bewegung. Die Zahnräder drehten sich, aber der restliche Mechanismus war irgendwie abgekoppelt. Okay. So, können wir diese. Ist das eine Dose? Nee, ne? Ich dachte erst, das wäre eine Cola-Dose. So, Steuerpult, Hebel. Was macht er denn da? Die Ach Steuertafel so, sah das recht. ist. Ach so, Sie okay. hatte. Gut, dann hat sich das erledigt. Hier ist eine Luke. Da können wir doch bestimmt für Strom sorgen, oder? Die Schaltkreise der Konsole sahen ziemlich komplex aus und gefährlich. Oh nein. Oh nein, nicht wieder sowas wie und gefährlich. Heißt das, du willst ja nichts machen? Ich wollte gerade sagen. Die Schaltkreise der Konsole sahen ziemlich komplex. Okay. Nee, er will ja nichts machen. Das wird aber früher oder später noch kommen und dann wird das vermutlich so ein Ding wie bei der Hupe im Auto, was ich dann erstmal ewig nicht checke. Ja, gut. Haben wir irgendwas? Die Dose? Nee. Ich wüsste jetzt nichts mehr. Mit Nico nochmal sprechen? Wie überreden wir sie, da rauszukommen? Wir müssen uns mit ihr anfreunden. Ja, okay, dann. Wie bringen wir das Steuerpult wieder in Gang? Ich wette, das Mädchen kennt die Antwort. Ich will wissen, was in dieser Dose ist. Ja, ich auch. Wie Okay, bringen wir das? gut. Ich will wissen. So, also müssen wir echt erstmal die Dose öffnen. Brotdose. Ja, aber wie denn? Was sagt er dazu nochmal? Eine sprechende Brot. Verschlossen. Ohne den Schlüssel musste ich halt einen Weg finden, sie aufzubrechen. Vor allem, er sagt, er muss einen Weg finden, sie aufzubrechen. Und wenn ich das hier mache, da hat er doch vorhin irgendwie gesagt, ich kann sie nicht aufbrechen. Das Schloss war zu ausgefeilt, das konnte Das man nicht konnte man nicht knacken. knacken. Ach so, knacken nicht. Okay.
Ja, gute Frage. Gute Frage. Was haben wir hier noch so? Sonst nichts mehr. Können wir die Brotdose? Es könnte eine extrem dumme Idee sein. Einfach die Brotdose hier zwischenlegen und dann den Hebel. Macht er das? Die Dose war jetzt zwischen den Ja. Zahnrädern eingekeilt. Oder besser gesagt, in dem gigantischen Dosenöffner. Naja, ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass die vernünftig geöffnet wird. Ich denke jetzt eher, die wird so ein bisschen zerquetscht, aber egal. Oh, Nico, du stehst auch einfach nur rum, ne? In der Zwischenzeit könnte die sich doch mal hier mit der Trulla da anfreunden, die im angeblichen Schrank ist. Genau. Genau, ist die Dose einfach mal richtig aufgegangen. Da hast du ja ein tolles Chaos angerichtet, George. Du weißt doch, man kann kein Omelett machen, ohne Eier zu zerbrechen. Ah ja. Aber von kompletten Seilbahnantrieben ist da nicht die Rede. Ach so, jetzt müssen wir erstmal warten, bis Nico sich da hinten hingestellt hat, bis wir uns hier die Dose anschauen können. Okay. Genau wie ich es mir dachte. Ein Funkgerät. Dwayne, hier ist George. George Stobbart. Wie geht es Ihnen, Kumpel? Alles bestens, Dwayne. Und keine Sorge, ich hole Sie da im Handumdrehen raus. Glauben Sie, Sie kriegen die Seilbahn wieder in Gang? Nein, die Steuerkonsole funktioniert nicht richtig. Keine Ahnung, wieso nicht. Lassen Sie sich von Kat helfen. Sie weiß alles über diese Seilbahn. Kat? Ist das das Mädchen im Wandschrank? Hat sie sich eingeschlossen? Ach du meine Güte. Lassen Sie mich mal mit ihr reden, Schatz. Ach, sehr schön. So, meine liebe Kat, hier, bitteschön. Nico läuft wieder einfach weiter, also von A nach B. Kat, ich habe hier eine Freundin für Sie. Woher kennen Sie meinen Namen? Pearl? Wie kommst du denn hierher? Das ist doch unmöglich. Hör zu, Schätzchen, ich bin es wirklich. Aber ich spreche über Funk. Also, George, hier ist ein anständiger Kerl und du solltest die Tür aufmachen. Darauf falle ich nicht rein. Beweis mir, dass du es bist. Ja? Und welches ist mein Lieblingslied? Of information, vegetable, animal and mineral. I know the kings of England and I quote the facts historical. From Marathon to Waterloo in order categorical. I'm very good at integral and differential calculus. I know the scientific Sag mal, names of beans geht's noch? animalculus. In short, in matters vegetable, animal and mineral. I am the very model of a modern major general. Wie Nico gerade mit den Armen gewackelt hat und so getanzt hat. Oh Mann, ey. Oh Na Mann. schön, das kann nur Pearl wissen und der vertraue ich. Wer sind Sie? Ich bin George und das hier ist Nico. Wie sind Sie im Wandschrank gelandet? Da waren ein paar Typen mit Knarren, die haben die ganze Station besetzt. Ich habe mich da drin versteckt. Denen möchten wir auch aus dem Weg gehen. Hat mich voll überrascht. Von Knarren war beim Vorstellungsgespräch nämlich nie die Rede. Echt nicht? Sowas. Hören Sie, wir müssen die Seilbahn benutzen. Können Sie sie steuern? Könnte ich, wenn es das Steuerpult täte, aber das haben sie sabotiert. Und man kann es nicht wieder in Betrieb nehmen? Mal sehen. Doch, das wäre möglich. Sehen Sie die durchgebrannte Sicherung da unten? Welche? Die hier? Da hinten bei den Kontakten? Ja, die Idioten haben da einen Schraubenschlüssel reingesteckt und die Sicherung flog raus. Sie wollten dafür sorgen, dass niemand mehr die Seilbahn benutzen kann. Überbrücken Sie irgendwie diese beiden Kontakte, dann sollte das Steuerpult neu starten. Okay. Wie zur Hölle sollen wir denn da rankommen? Keine Ahnung, aber stecken Sie bloß nicht Ihren Arm da rein. Sie würden geröstet.
Okay. Ich muss mir das Ganze jetzt erstmal nochmal anschauen, denn ich habe den anderen Kontakt jetzt nicht gesehen. Sie meinte, verbinde die beiden Kontakte. Also hier ist es durchgeschnitten, durchgeschmort. Moment. Vorderfront? Das war die einzige Stelle, wo ich gefahrlos anpacken konnte. Überall sonst würde ich mir mit Sicherheit einen mörderischen Stromschlag einhandeln. Okay. Das Steuerpult sah komplex. Komplex und gefährlich, ganz böse. Kneifer? Ich musste die beiden Kontakte überbrücken, um das Steuerpult kurz zu schließen. Ach so. Was? Also das war hier? Das muss hier hin? Wie ich sowas hasse, ne? Ich musste darauf achten, nichts anzufassen. Ja, okay. Gut, wir wissen, er darf hier nichts anfassen. Mechanik. Ich musste darauf achten. Okay, heißt, wir sollten da vielleicht irgendetwas Langes... Kann er die auseinanderbiegen und so hier reinstecken? Wisst ihr, wie ich meine? An der falschen Stelle würde die... Okay, die Büroklammer nichts nützen. Kann er die hier hinten... Mit der Büroklammer ließen sich die beiden Kontakte überbrücken. Okay, also ist die Idee... Aber ich wollte sie da nicht einfach rein... Ist die Idee schon mal gar nicht so dumm? Gut, was auch sonst sollte uns hier helfen? Das Garn bestimmt nicht. Außenspiegel, also... Trevor! Können wir den rausholen? Zeit für Trevors Einsatz. Ich stellte ihre Streichholzschachtel hin. Das ist aber auch nicht nett, ne? So ist es brav, Trevor. Ich meine, wenn die Kakerlake hier getroffen wird... Ja, können wir jetzt an ihm oder an ihr, ich habe keine Ahnung. Mir wurde klar, wenn Trevor die Büroklammer tragen konnte, vermochte sie damit, die Kontakte zu überbrücken. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Aber die Klammer würde ihr vom Rücken fallen, bevor sie ankäme. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Er steckte eine Kakerlake mit Büroklammer rein. Gut. Können wir die mit dem Garn umwickeln? Das passte nicht zusammen. Ach so, können wir Garn und... Das würde niemals klappen. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwas, was klebt, ne? Entweder richtig Klebstoff, Klebeband. Und da finden wir nichts. Okay, Moment. Vielleicht ist da im Schrank noch irgendwas Fahrplan. Oder wir reden nochmal mit ihr. Hi, Sie sind Kat, nicht wahr? Ja, Kat D. Was? Klingt gut. Und Sie leiten diese Station? Nee, das ist nur ein Ferienjob. Okay, Katte D. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht gerade in Wandschränken eingesperrt sind? Ich bin Designerin. Oh, ich kannte mal eine Designerin, die konnte... George, bitte. Wir haben es ein wenig eilig. Ja, klar. Ich war nur neugierig auf Kat. Ja, sicher doch. Woher wissen Sie, wie man Konsolen repariert? Ich kenne gerne die Sachen, mit denen ich arbeite. Irgendeinen Vorschlag, wie ich an diese Kontakte rankommen kann? Haben Sie denn nichts Nützliches in Ihren Taschen? Ja, höchstwahrscheinlich. Also, was ist da unten? Da liegt eine kleine Kapelle namens Santa Cova. Sind diese Kerle auch da runtergefahren? Nein, ich glaube, die haben nur die Seilbahn stillgelegt. Okay. Woher kennen Sie Pearl? Sie und Dwayne kamen hier heute Morgen durch. Sie klangen eher wie alte Freunde. Ich weiß. Es ist komisch, als hätte ich sie früher schon mal gesehen. Okay. So, ich glaube nicht, dass wir ihr irgendwas geben können. Er hat es jetzt gerade so blöd gesagt, ne? Ich werde bestimmt irgendwas im Inventar haben, womit das funktioniert. Das Problem ist, wir brauchen irgendetwas, was klebt. Ah, Moment, vielleicht ist in der Brotdose auch noch was. Nichts Interessantes drin. Okay, nichts Interessantes. Fahrplan, Theke, da ist auch nichts. Es kann ja sein, dass da zufällig... Die Dose war bis zur Unkenntlichkeit zerquetscht. Gut. Dann ist da wohl nichts mehr drin. Ach so, er hat den Trevor jetzt da vorne direkt stehen lassen. Okay. Garnbüroklammer klebt das hier? Wenn das irgendwie eintrocknet? Nee, ne? Totaler Quatsch. Nico, vielleicht hast du eine Idee. Irgendeine Idee, wie ich an diese Kontakte im Steuerpult komme? Wenn wir bloß Gummihandschuhe hätten. Was? Ich hätte Annette nach ihren fragen sollen. Tja, wir können nicht alles mitnehmen, George. Was? Ist das jetzt ein Witz mit den Gummihandschuhen? Oder meint sie das ernst? Ich könnte mal versuchen, rauszugehen. Solange Langham und seine...
Außerdem war ich überzeugt, ja, dass ja, wir okay. diese. Ich dachte nur, eventuell haben wir draußen an diesen Blumentöpfen was übersehen. Kann ja sein, dass da zufälligerweise ein Gummihandschuh drin liegt. So, wenn er sagt, er hat dafür schon alles, Widerstände. Also, da hockt jetzt der Trevor, Mechanik. Wir müssen eigentlich nur die Büroklammer befestigen. Pass mal auf, vielleicht versuche ich das doch. Nie im Leben. Nie im Leben. Das war beinahe. Ja, weil, ich weiß ja nicht, das klebt ja vielleicht doch so ein bisschen, aber es klebt nicht genug. Außenspiegel. Nein. Nein, nein, nein. Ich muss mir noch mal eben kurz anhören, was genau er sagt. Mir wurde klar, wenn Trevor die Büro klammert. Aber die Klammer würde ihr vom Rücken fallen, bevor sie ankäme. Okay, weil sie nicht befestigt ist. Oder nicht. Widerstände. Widerstände, Mechanik. Das ist eine gute Frage. Was tun wir jetzt? Streichhölzer ergibt keinen Sinn. Trevor liebte diese Kekse, aber... Ja, ja, nee, das ergibt keinen Sinn. Das Einzige ist doch das Garn, weil mit den ganzen Fotos, Bildern und Skizzen können wir nichts anfangen. Das ergibt keinen Sinn. Das wäre... Okay, also muss es ja... Kneifer. Es muss ja auch irgendwas hier drin sein, weil wir kommen nicht mehr raus. So, was habe ich übersehen? Hotspot-Anzeige gibt es ja leider nicht. Hebel. Naja, das da hinten nochmal betätigen ist sinnlos und das andere funktioniert ja nicht. Fahrplan, Räder. Och Leute, ich weiß es nicht. Also, was ist da unten? Da liegt eine kleine Kapelle namens Santa Cova. Sind diese Kerle auch da runtergefahren? Nein, ich glaube, die haben nur die Seilbahn stillgelegt. Okay, möchtest du einen Keks? Ich habe noch einen halben Keks, falls Sie hungrig sind. Ich habe zwar das Frühstück verpasst, aber... Naja, ich glaube, ich lasse es ausfallen. Ja, okay, Funkgerät. Möchten Sie noch mal mit Pearl reden? Nein, danke. Suchen wir lieber eine Möglichkeit, sie zu retten. Ja, ich suche doch schon nach einer Möglichkeit. Ich habe keinen Plan. Und er hat ja jetzt Trevor auch da stehen lassen, ne? So, Hotspot-Anzeige geht, wie gesagt, nicht. Ich habe es jetzt gerade nochmal versucht. Räder. Nico ist uns nicht behilflich. Hier können wir nichts machen. Im Schrank ist nichts. Also entweder übersehe ich wirklich was, dass hier tatsächlich noch irgendwo etwas ist. Oder aber wir kommen hier weiter irgendwie. Und ich weiß noch nicht wie. Steuerpult. Nee, da sagt er jetzt wieder, es funktioniert nicht. Die Steuertafel. Ja, das bringt's nicht. Sie hatte Strom. Okay, und auch hier ist ja nichts mehr, ne? Ich guck mir das jetzt nochmal an. Irgendwie muss man hier doch weiterkommen. Passt auf, das sind die Kabel. Das Steuerpult sah komplex aus und gefährlich. Okay, so, was haben wir hier noch? Sonst nichts mehr, das ist der Kneifer. So lang waren meine Arme auf gar keinen Fall. Okay, dass wir uns jetzt auch wirklich hier alles einmal anschauen. Ich musste darauf achten, nichts an... Widerstände, Widerstände. Ich musste darauf achten... Okay, sagt er genau das Gleiche. Mechanik, Mechanik. Und das war's hier. Okay. Ich hatte Trevor abgesetzt. Sie würde mir helfen, dieses Problem zu lösen. Okay. So ist es brav, Trevor. Okay. Kein Plan. Kein Plan, Leute. Ich weiß es nicht. Hier ist ja auch nichts. Bekritzeltes Foto aus dem Spiegel. Nee. Das hätte... Es muss entweder kleben oder aber wir müssen es festbinden. Gehe ich zumindest von aus. Er kann hier nichts anfassen. Das heißt, wir müssen was mit Trevor machen. Das lohnt sich nicht. Wir können nur was mit Trevor machen. Ich habe keine Ahnung. Kann er nicht eine Spur Tegeberg? Ich probiere das jetzt nochmal. Das funktioniert nicht. Okay.
Handy ist sinnlos. Streichhölzer, wofür auch immer, würde nicht funktionieren. Ja gut, Büroklammer. Ich glaube, Herkunftsnachweise, das kann ich alles knicken. Das würde niemals klappen. Ja, wie gesagt, Außenspiegelfunkgerät. Das klappt nicht, Leute. Das klappt nicht. Uns fehlt was. Ich gucke jetzt nochmal ganz genau hier auf den Boden. Ob hier vielleicht irgendwo was ist. Räder. Moment, ich habe da gerade... Marmelade! Marmelade! Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe da den kleinen Finger gesehen. Die ganzen Maschinenteile waren mit Erdbeermarmelade beschmiert. Aber wo war gerade der kleine Finger? Ich habe ihn irgendwo... Habe ich ihn doch gesehen, aber gut, es ist auf jeden Fall Erdbeermarmelade. Geht das so? Naja, ich hatte schon merkwürdigere Sachen getan in meinem Leben. Die Büroklammer war jetzt ganz klebrig. Ah, sehr schön. So, dann sollte das jetzt hoffentlich funktionieren. So, Trevor, du bekommst ein bisschen Erdbeermarmelade auf den Rücken. Ich klemmte Trevor die Büroklammer auf den Rücken. Jetzt war sie komplett ausgerüstet. Und nun? So ist es brav, Trevor. Ja, dann ab geht's, oder? So lang waren wir... Ab geht's? Trevor? Ab geht's? Lauf? Ich hatte Trevor abgesetzt. Sie würde mir helfen, dieses Problem zu lösen. Ja, lauf! Warum läuft er nicht? Oder sie? Oder whatever? Kneifer? Hä? Warum läufst du nicht? Moment, jetzt vielleicht? Trevor liebte diese Kekse. Aber sie sollte für ihre Belohnung... Ja, ja. Ja, warum macht sie denn jetzt nichts? So ist es brav, Trevor. Ich hatte Trevor abgesetzt. Ja, okay. Sie würde mir helfen. Ja, keine Ahnung, mach die Klappe zu hier von der Luke. Ich weiß es nicht. Was? Ich musste darauf achten, nichts anzufassen, was Stromschläge austeilte. Können wir die jetzt hier irgendwie durchleiten oder so? Das Steuerpult sah komplex aus. Passt mal auf, ich gehe noch mal kurz zurück. Okay. Moment. Vielleicht doch jetzt noch mit dem Garn umwickeln? Das hätte nicht funktioniert. Na toll, jetzt haben wir das schon mal hinbekommen. Aber die Frage bleibt offen, wie das funktionieren soll. Hat er gerade wieder irgendwas gesagt, wo ich nicht richtig zugehört habe? Hat er gesagt, wir brauchen noch dies und das? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Ein Außenspiegel? Das war... Nein. Okay. Ja, ich habe gerade keinen Plan, leider. Ich würde aber auch sagen... Das war's für diese Folge, wenn ich mal so auf die Uhr schaue und schon wieder mal fantastisch aus dem Bild geklickt, weil ich unten auf den kleinen Pfeil geklickt habe. Das ist natürlich supi, aber ich hätte die Folge jetzt sowieso beendet. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn dieses grandiose Spiel mich wieder ärgert. Also bis dahin. Tschüss.